Herzlich willkommen, neuen Freunde, zusammen mit Leon, Lexi, Moritz, Noah und Simon. Schon wieder Imposter. Ich werde hier gefühlt nie Imposter, weil ich einfach zu schlecht bin. Aber ich bin echt heute, ich bin echt Trash bei dieser Aufnahme. Wir spielen jetzt ungefähr schon zwei Stunden und eine halbe. Zweieinhalb Stunden. Puh. Und ich merke, glaube ich, so langsam, dass das heute wahrscheinlich die letzte Runde sein wird. Der letzte Part von dieser Aufnahme-Session. Denn wir sind auch nur noch 5, nicht mal 7 oder 6. Bei 5 ist das ein bisschen blöd, finde ich. Weiß ich nicht. Gefällt mir nicht ganz so. Aber ich möchte die Folgen auf jeden Fall noch bringen. Denn ich weiß noch nicht, wie viel Zeit ich für die Uni einplanen muss. Deswegen nehme ich momentan so viel auf, wie es geht. Zumindest an Multiplayer-Sachen. Ich versuche auch demnächst vielleicht noch Dead by Daylight irgendwie bringen zu können. Mit GeForce Now. Ich hoffe, das klappt. Ich probiere es mal aus. Irgendwann mal. Endlich. Ich habe die scheiß Karte endlich geschafft. So, ist jemand tot? Oh, Leon ist tot. Wo hast du ihn gefunden? Gar nicht. Ich habe einfach nur auf den Tisch gehauen. Achso. Weil ich dachte, komm, nach 2 Minuten könnte vielleicht schon was passiert sein. Ja, 2 Minuten. Ja, okay. 1,5. Simon, Noah, wo wart ihr? Also, ich war im Mad Bay gerade eben. Also, ich bin von Upper Engine zum Mad Bay gegangen. Ah, ich kann kein Englisch. Ich hab meinen Verdächtigen. Ja, Noah ist gerade runtergelaufen. Ja, ich bin jetzt im Reaktor. Ich war. Okay. War erstmal im Admin, dann in Shields. Dann in Navigation und jetzt bin ich zum Reaktor gelaufen. Um ihn zu aktivieren, also erstmal diese Aufgabe mit den Zahlen zu machen, um ihn in der rechten Reihenfolge eigentlich noch zur Aktivierung des Reaktors. Ich hab meinen Verdächtigen aber nicht gebucht. Mal bei 4 sollte man eh nicht jemanden rausordnen. Doch. Ja, finde ich auch. Immer die Nase nach. Wer stinkt am meisten, der ist es. Zum Glück können zum Glück riechen Tote nicht mehr, weil sonst wärst du es. So. Da habe ich dir jetzt gegeben, ne? Ja, ich weiß. Danke. Es tut mir leid, guck mal, alle waren da. Ich habe das gesagt. So, wir muten uns mal wieder, weil wir genug Spaß gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Ich auf jeden Fall nicht. Aber ich liebe mich auch so. So. Oh nee, nein. Die Task, wo man 10 Jahre warten muss. Die schrecklichste Task. Und ich glaube, ich bin tot. 3, 2, 1, ich bin tot. Noah will mich abstechen, ich muss hier weg. Oh Gott! Oh, ich dachte, Noah steckt mich, sticht mich ab. Ich denke, Granger hat die Scan-Task gefaked. Warum? Was, gefaked? Keine Ahnung. Also, jedenfalls hat er sie nicht gemacht, der stand auf dem Scanner drin. Also. Jetzt willst du mich eigentlich komplett verarschen? ich hatte mich gewundert, du standest. Ja, ich stand da drauf und hab mich gescannt. Nee, du hast. Achso, stand da schief drauf oder was? Oder meinst du, man sieht, du hast nicht gesehen, dass er sich gescannt hat? Ja, ich hab nicht gesehen, dass er sich. Ja, das ist doch aus. Das ist ausgestellt. Und ich dachte, du würdest mich jeden Augenblick da abstechen. Ah, okay. Ja, ich hatte nicht versucht, mich selbst zu scannen, weil ich dachte, okay. Aha. Ja, dann. Sehr interessant. Leon, hast du einen Tipp? Ja, hab ich jetzt nicht. Ja. Was denn? Es ist. Es ist. Also heiße Luft im Gehirn. Es ist ein Vokal im Namen. Oh mein Gott, ich wusste es.
Nur einer oder auch mehrere? Das weiß ich nicht. Okay, da du einen gesagt hast, gehe ich jetzt einfach mal von einem aus. Das heißt, kann nur Simon gewesen sein. Aber im Namen Simon sind mehrere. Ja, aber ja. Sam 1006. Wann habe ich denn gesagt, dass nur einer drin ist? Nee, aber du hast gesagt, der Name hat einen Vokal. Ich habe gesagt, es ist ein Vokal drin. Nee, einen hast du gesagt. Okay, ich habe einen. Stimmt, es ist ein Vokal drin. Und das kann ja nur Simon sein. Ja, das kann nur Simon sein. Vielleicht doch nicht. So, okay. Wir laufen schnell dahin. Sehe gar nicht. Wie lang? Oh Gott, 14 Sekunden. Ich schaff das nicht, Leute. Ich schaff das nicht. Doch, oh Gott, sie haben es geschafft. Ich war ein bisschen langsam, Leute. Es tut mir leid. Wo muss ich eigentlich? Achso, ich muss noch abholen. Ich bin dann jetzt fertig. Zack. Ach, gewonnen. Ich wollte Lexi töten, dann hat Noah das Emergency Meeting einberufen, dann hatte ich den Leuten. Guck, es war doch Simon. Ja, das war ich. Ja, also ich wusste es dann in dem Moment, als du den Reaktor und der deaktiviert hast. Aber ich hatte darauf gehofft, dass jetzt. Weil ich halt nicht weiß, jetzt kann er starten. Okay, weiter geht's. Ohoho. Wir starten wieder voll rein, Leute. Ich bin momentan sehr, sehr glücklich. Ach, ich habe heute außerdem den neuesten Trailer von Zelda gesehen. Lexi. Der war cool. Weißt du, wer heute den Termin zum 2 Ingwer-Shots trinken vergessen hat? Nein, oh mein Gott, Liam, das tut mir so leid. Ingwer-Shots sind das. Ingwer-Shots und Lexi ist jetzt gestorben. Die Leiche ach, ich sag's erstmal nicht. Wo wart ihr denn? Ich war. Ich bin jetzt nicht so. Beim Schießen. Beim Schießen, wie denn war's? In Atmen. Was? Ich bin jetzt gerade bei Atmen. Moritz, was hast du gesagt? Leon war's. Warum war ich's denn? Weil du als letztes mit Lexi geredet hast. Was? Okay, ich war's. Ja, sorry. Da kannst du nichts gegen sagen. Ja. Du hattest als letztes mit dir Kontakt. Ja. Ich hab's lebendig gesehen. Einfach nur aus drei Gründen mache ich da jetzt mit. Guck, und jetzt ist es Simon nur. Vorsicht, Simon ist es. Ach man, du warst halt der Hauptverdächtige. Lieber Geist im Himmel, beschütze mich. Ja. Bitte. Fick dich. Ja, war so klar. Ich wusste, dass es Simon ist. Weil er für Leon gewotet hat. Ich hab nur getötet. Ja, ich wusste jetzt auch, dass Simon war, weil ja, ich nicht das Ding gemacht hab. Das hat euch recht reichlich wenig geholfen. Ja, Lexi, kommst du rein? Nicht auf anderen Stand. Sorry. Ich finde, also, Leon hat einfach getrollt. Ich war ja schon aus. Leon hat mit Lexi geredet, ja? Ja. Und deswegen dachte ich, die beiden leben. Und dann hat Leon ihn getötet. Ich darf nicht reden mit Lexi. Ich habe hier keine Schuld. Auf jeden Fall wurde ich versetzt. Weißt du, was er gerade meinte? Ich habe sie richtig angemacht jetzt dafür. Sie meinte, er hat mir auch nicht geschrieben. Ja. Doch, ich habe ihr gerade eben ja geschrieben. Ja. Machte nichts raus. Da meinte sie, sie hätte dran gedacht. Hat sie aber dann anscheinend. Oder. Sie meinte, sie hat dran gedacht. Aber das. Glaube ich nicht. Leon, mach dir nichts raus, sie wollte eh nicht mit dir ins Bett. Oha.
Das ist eine Unterstellung. Da kommt denn jetzt Noah? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall der Zugang. Warte mal. Ich möchte mal ganz kurz hier gucken, ob Leon den jetzt da getötet hat oder nicht. Ach, hä? Lex? Ist das verdächtig, dass Lex jetzt auf einmal war? Kannst du mal bitte weg von mir gehen? Geh bloß weg. So klar, Lexi, oder? Weiß ich nicht. Ich hatte Angst vor Lexi. Sie geht nach da unten. Oh, gut. In der Cafeteria, kurz bevor man nach unten gehen kann, Richtung Admin und so. So, so. Dann denke ich, dass es vielleicht Noah war. Ja, also. Oder Lexi. Also ich war eben am Ende die ganze Zeit mit Noah zusammen. Wenn, muss es schon lange da liegen. Ach so, oh. Ja, so lange ist, okay. Wir kamen gerade mit Elektrus und sind dann... Ja, was heißt lange? So mittellang. Dann bin ich eigentlich dafür, dass Lexi das war. Wir sind doch so lange gerade zusammengelaufen. Ja, aber wenn das schon kurz, so lange her ist, du, dass Noah weißt du, tot ist, ja... Dann rennst du weiter nach oben und dann biegst du auf einmal zum Mad-Dingsens ab, obwohl nicht einer den Reaktor, nicht Reaktor, den Cooldown da, die Kacke da gemacht hat. Ja, ich dachte vielleicht, weil du ja da beim Imagine-Dingsbums-Raum warst, bei der Luke, als das Tor... Leon, war Lexi eigentlich da vorher drin, als du da drin warst? Im Electrical Room? Ja. Achso, okay, weil sonst hätte ich gedacht, dass sie vielleicht vom Mad da runtergesprungen wäre. Okay. Dann denke ich eigentlich immer noch nur... weil er von rechts gekommen ist zum Electrical Room. So, nee, ich wollte erst in Electrical rein, da war aber die Tür zu, deshalb bin ich ins Lounge reingegangen und hatte da auch Tankfüllung da gemacht und bin dann in Electrical reingegangen. Und danach eben konnte ich meinen Task nicht beenden und bin dann zum Oxygen-Teil im Admin reingegangen. Ich hab jetzt geskippt. Ich skipp das auch, ich hab keinen Plan. Okay, sorry, ich werde nur gleich. Auf geht's. Ach, Simon war tot, ne? Ja. Wann machen wir eigentlich hier mal eine Karaoke-Party? Oha, darauf habe ich Bock. Ich auch. Ich nicht. War mir so klar. Aber wir haben doch so schön Aladdin-Lieder gesungen, Leon, damals. Stimmt, stimmt. Und wir haben Kimberly Blue gerockt. War schon sehr cool. Wenn ihr eine Karaoke-Party machen wollt, was würdet ihr dann für Lieder singen? Tja, das ist ja dann die Frage. Gute Frage. Sag mal. Alles. Außer Rap. Achso, was? Reporten. Mich? Ich dachte, ja. Ihr seid euch jetzt safe, dass es Noah ist. Seid ihr euch jetzt sicher, dass es Noah ist oder nicht? Das ist natürlich schon irgendwie obvious, muss ich sagen. Ja, oder Lexi. Also, ich weiß nicht. Einer von den beiden auf jeden Fall. Oder Leon. Oder Leon. Einer auf den beiden auf jeden Fall. Oder Leon. Nee, ich bin eigentlich immer noch für Noah, wenn ich ehrlich bin. Oh. Gott. Nee, also, ich finde das ganz schön obvious, muss ich sagen. Sorry. Ach so, Leon, du bist es. Okay, ich wollte dich. Ja, mach das. Hab ich. Doch. Moritz und Lexi. Boten beide. Ja, weil wenn du sagst, dass Lexi da in den. Oh, Lexi ist es echt, oh mein Gott. Hä? Oh, fuck, das killt mich jetzt. Oh Mann. Leon, stell dich mal näher zum Tisch, danke. Nee, bleib da dran stehen. Okay. Das ist mir sehr wichtig. Und wer? Wer? Wer, du bewegst dich einen Schritt weiter. Wer? Sollen wir den Channel wechseln? Wie? Also euch allein lassen? Jetzt kannst du uns allein lassen.
Da würde ich jetzt rausvoten. Oha. Oha. Obwohl ich glaube nicht, dass es Lexi ist. Ich glaube auch nicht, dass es Lexi ist. Weil Lexi hätte sonst den Alarm gemacht. Und Leon konnte es nicht machen, weil er die ganze Zeit am Tisch stand. Und warum bist du es nicht? Weil ich einfach El Granger bin. Also, Moritz, soll ich dir mal was sagen, ja? Ich habe Lexi gewonnen. Wenn ich es wirklich gewesen wäre, hättest du den Spaß auch mitgemacht. Wäre ich wohl vom Tisch weggegangen und hätte gewotet. Oder hätte gesabotiert. Ja, ich weiß. Aber da ich das ja als eine lustige Situation empfand und du auch dachtest, dass ich Lexi wählen würde, hast du da mitgespielt. Nochmal, Köpfchen. Ich bin jetzt nicht hinterhergekommen. Köpfchen. Das war mir zu viel Köpfchen um 0 Uhr. Herr Tanker, ja, wer denkst du, selber. Komm, Lexi, auf Tanker. Nicht. Also ich bin ja eigentlich für dich, aber wenn du es nicht warst, dann muss es ja Moritz sein. Und Moritz sagt wegen aber der Moritz Geschichte, dass es Tanker ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich bin für Tanker, ich habe Tanker gewotet. Oh, Lexi, es liegt wieder an dir. Och man, jetzt hört auf mit der Kacke, es liegt viel zu oft an mir. Ja, dann solltest du mal und früher wohl. Wenn sich Lexi so aufregt, dann ist es wahrscheinlich Lexi wirklich nicht. Dann ist es ja echt, Leon. Was für echt ich? Lexi, warte so, was bitte, ist Leon. Schlimmer? Was sonst Moritz war? Aus Versehen rausvoten, dann heißt es, ich hasse ja Lexi, Moritz. Lexi, und wenn ich Lexi, aus Versehen dir rausvote, bin ich eigentlich Ich habe dich gewotet, ja? Nicht antun. Leon hat mich entweder wahrscheinlich gewotet. Vote Leon. Vote Leon. Du brichst mir heute nochmal das Herz. Du brichst mir vote noch Leon. Mal das Herz, nachdem vote Leon. Das schon gemacht hat. Vote Leon, weil sonst bist du draußen. Ja, komm, vote mich. Sie ist so oder so da raus. Vote oder ihr habt verloren. Als ob. Lol, Moritz hat ja sowieso Lexi gewotet. Ja, weil ich eigentlich überzeugt war, dass Lexi es war. Ja, ne, ich war's. Ja, guck, ich hab ihr gesagt, sie soll dich voten. Aber sie hört nie auf mich, nie. Das Ding ist, das, nein, weißt du...